Und da habe ich erstmal mein Fahrrad kurz abgestellt, weil hier am Wegesrand habe ich mal wieder was entdeckt. Und gehen wir mal hier hinter. Und was sehen wir hier? Hier sind Bäume zu sehen. Die wurden, also soweit ich weiß, hier zu DDR-Zeiten noch, wurden hier solche Riefen hereingeschnitten. Und unten dran hing dann meistens immer ein Glasgefäß, wo der Baumharz hier aufgefangen wurde. Und diese Riefen wurden dann immer weiter nach oben getrieben, glaube ich zumindest, und dass immer neuer Harz hier herauskommt. Also so hat man früher Harz gewonnen. Und wenn wir mal näher herangehen, sehen wir auch, wie der Baum noch Harz produziert. Und dieses Harz ist auch sehr wertvoll. Und von daher macht man, glaube ich, heutzutage diese Geschichte nicht mehr so, da der Baum massiv geschädigt ist. Und hier im Hintergrund sehen wir überall noch solche Bäume, die überall angeschnitzt sind. Und hier, wenn wir nach hinten schauen, hier, ich zoome mal rein, sehe da überall noch solche Bäume stehen. Ab und zu hat man noch mal so ein Glasgefäß dann unten im Wald gefunden, aber habe ich jetzt hier keins mehr gefunden. Also das ist natürlich ganz schöner Frevel, der hier an der Natur veranstaltet wurde, und keine so schöne Sache. Und denke mal, dem Baum gefällt es auch nicht, aber die Bäume wachsen weiterhin. Und von daher ist der Harz, der hier austritt, ja eigentlich eine Schutzschicht, die der Baum abgibt. Also das gerade für holzbohrende Insekten ist das sehr gefährlich. Oder andersrum gesagt, da schützt der Baum sich, wenn jetzt hier ein Insekt jetzt hier ein Loch einbohrt, wird dieses Loch sofort verschlossen mit dem Harz und dementsprechend, dass hier auch keine Pilze und so weiter eindringen. Aber hier ist ja Tore oder alle Tore geöffnet und von daher keine so schöne Geschichte. Aber das war aus früheren Zeiten und von daher müssen wir jetzt wohl damit leben hier.